Weißt du eigentlich, dass du einzigartig bist? Weißt du, dass du ganz, ganz viel tolle Fähigkeiten in dir trägst und dass eine davon deine Selbstheilungsfähigkeit ist? Und dass du deswegen heute hier bist und das Video anschaust, denn Erzengel Raphael wird zu uns sprechen. Er hat mich gebeten, euch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass ihr alles in euch tragt und dass auch die Selbstheilungskräfte so eine große Rolle spielen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du immer die wichtigsten, neuesten Botschaften der geistigen Welt empfangen möchtest, dann darfst du meinen Kanal jetzt gleich abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke wird YouTube dich immer informieren, sobald ein neues Video von mir herauskommt. Und du bist sicher nichts mehr zu versäumen, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja, die Selbstheilungskräfte. Wisst ihr, wie ich das früher immer gemacht habe? Jetzt bin ich ja immer gesund, aber früher, als ich noch nicht so sehr als Medium diese ganze Entwicklung durchgegangen bin, die ganzen Ausbildungen durchgegangen bin oder ganz an den Anfängen und ich habe gespürt, hatte ich Halsschmerzen und ich habe gewusst, normalerweise kündigt sich eine Erkältung mit Halsschmerzen an. Und dann hatte ich mich abends, wenn ich ins Bett ging, mir vorgenommen, immer einen Satz aufzusagen. Und zwar habe ich die ganze Nacht gesagt, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Die ganze Nacht über. Und dann wurde ich nicht krank. Dann bekam ich keine Halsschmerzen. Am nächsten Tag waren die Halsschmerzen weg. Also das ist einfach über das in Gedanken aussprechen, hat sich die Energie in meinem Körper ausgedehnt und hat so praktisch diese Halsschmerzen weggeschickt, transformiert in Licht und Liebe. Da ist eine ungeheure Kraft, ist da dahinter und ich empfehle euch sehr, das auch mal zu probieren, einfach wirklich zu sagen, ich bin gesund. Und das schon intensiv, also ich hab das so lange gesagt, bis ich eingeschlafen bin. Und das mache ich teilweise heute auch noch, falls mal irgendwas ist, aber es bin ja gesund. Als Medium ist man praktisch durch so viele Dinge hindurchgegangen, um sich zu heilen. Und das war praktisch so das Letzte, dieser Satz, ich bin gesund, der dann so tief und effektiv in mir wirkt, dass einfach ja diese Energie dann alles auflöst, was vielleicht eine Krankheit hervorrufen könnte. Deswegen habe ich heute auch diesen Hintergrund gewählt, Hintergrund der Heilung, Farben von Raphael. Auf der Seite ist die Farbe von Türkis und hier drüben ist es mehr grün und es geht so ineinander über und diese Lichtpunkte sind praktisch die Energien der Heilung, die ihr aufnehmen dürft. Es wird bestimmt ganz toll werden. Und ich wollte euch einfach sagen, mit diesem Satz, ich bin gesund, dass sich ja dadurch die Selbstheilungskräfte in einem aktivieren, total aktivieren und dann auch ja eine Heilung geschieht. Natürlich, das darf man nicht vergessen, muss die Seele einverstanden sein für diese Heilung. Sonst kann man tun, was man will, dann klappt es einfach nicht. In dem Moment, wo also jetzt die Seele eine Heilung blockiert, ja, da sollte man das auch akzeptieren, denn dann braucht der Mensch oder man selbst, wenn man in der Situation ist, einfach noch diese Erfahrung, wie es ist, krank zu sein. Hört sich jetzt blöd an oder nicht so gut, aber es ist eben so. Und ich sage auch immer, ein Heilmedium ist ja nicht verantwortlich für die Heilung, sondern derjenige, der die Heilung möchte, trägt die Verantwortung einfach, damit die Heilung geschehen darf. Und das sollte man wissen
Und daraus kann man dann auch lernen und mit seiner Seele sprechen. Ich muss erst mal was trinken. Ich habe gerade so einen trockenen Mund. Ja, wie geht's euch denn? Jetzt gerade ist ja Erkältungszeit. Und Lunge und Bronchien, das sind ja die, oder Hals, Nasen und Ohren, das sind ja die Dinge, die uns, die zuerst von der kalten Jahreszeit darunter leiden. Und da sollte man sich halt auch gut schützen mit Vitaminen und mit gesunder Ernährung und guter Kleidung natürlich. Und dazu hilft uns jetzt auch Engel Raphael einfach mit der Aktivierung der Selbstheilungskräfte, dass wir gut durch diese Zeit durchgehen können. Das ist sehr wichtig, weil ja je gesünder wir sind, umso kräftiger wir sind und uns das dann besonders gut geht. Und das wünsche ich mir für euch alle. Ich wünsche mir so sehr, dass es euch gut geht. Und Erzengel Raphael ist dafür da, jetzt praktisch in jedem Einzelnen nochmal die Selbstheilungskraft auszudehnen, so dass ihr sie spürt und dass ihr auch dieser Selbstheilungskraft vertrauen dürft. Das ist ganz wichtig, dass man darauf auch vertraut. Wenn man nicht darauf vertraut, nimmt man dieser Selbstheilungskraft ein bisschen an der Kraft, dann kann sie nicht wirken, dann blockiert man das und dadurch geht es dann nicht so gut voran. Dann braucht man vielleicht eher Medikamente. Und die haben ja auch wieder Nebenwirkungen, was dann ein schwieriger Prozess im Körper ist. Und wenn du dir überlegst mit dem einen Satz, ich bin gesund, kann man schon so viel erreichen. Und dieser Satz, ich bin gesund, den werden wir jetzt auch aufladen mit der Energie von Erzengel Raphael. Und dadurch vermischt er sich mit deiner Seele, mit deinem Energiefeld und du hast dadurch einen ganz hochintensiven, heilenden Satz in dir. Das ist mein Geschenk heute für dich und schön, dass du da bist. Ich sprühe mich jetzt gleich ein und dann werden wir beginnen. Energie der Weißen Bruderschaft, das ist im Moment mein Favor. Und ich spüre schon, wie es einfließt. Wie sich die Energie erhöht. Erzengel Raphael ist auch schon da, er steht vor mir. Und ich bitte noch um die Energie des Schutzes. Und ich bitte auch um die Energie des Schutzes für dich, der du heute hier bist. Und schon breitet sich der Schutz um uns alle herum aus. Zieht in dein Zuhause ein. Ich rate dir, atme jetzt mal diese Energie des Schutzes ein. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja, wunderschön. Und nun öffne ich meinen Kanal und ich bitte um die allerhöchste Energie der Liebe und die allerhöchsten Botschaften der Liebe für euch alle zum allerhöchsten Wohle. Die Energie von Erzengel Raphael fließt ein. Erzengel Raphael manifestiert sich vor dir, genau vor dir. Seine Energie ist sehr intensiv spürbar und er trägt das Feld der Heilung mit sich. Dieses Feld der Heilung wurde speziell für dich vorbereitet. In dieses Feld der Heilung darfst du nun eintreten, indem du einen Schritt nach vorne gehst, geistig dir vorstellst, in dieses Heilfeld einzutreten. Und in diesem Moment umgibt es dich mit seiner wunderschönen grünen Farbe, welche in allen möglichen Tönen des Grüns jetzt gerade schimmert. Er
Erzengel Raphael beginnt mit einer Reinigung, mit der Reinigung deiner Seele von allen Lasten, die du mit dir trägst. Alles, was du vielleicht schon jahrelang auf deinen Schultern trägst, wird dir genommen. Lass es geschehen und erlaube dir, dass die Reinigung für dich vollzogen werden darf. Erzengel Raphael lächelt dich an, denn er weiß, dass dir Gutes geschieht, dass deiner Seele Heilung überbracht wird. Und ich bitte dich nun, sage zu deiner Seele diese Worte. Liebe Seele, ich bitte dich, nehme die Heilenergie von Engel Raphael an. Ich bitte dich, zu meinem allerhöchsten Wohle heute für mich zu wirken. Und schon fließt noch einmal mehr von dieser wundervollen Energie zu dir, dehnt dich aus und hebt dich an. Erzengel Raphael legt nun seine Hand auf dein Herz. Er öffnet dein Herz, dehnt es aus, denn nun werden deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Spüre seine Energie und gebe dich hin, öffne dich, soweit du es magst. Und nun fließen die vielen kleinen weißen Punkte zu dir, die Punkte, die Energiekugeln der Heilung, fließen in deine Selbstheilungskräfte hinein. Aktivieren sie und dehnen sie aus. Lass es geschehen. Es geschieht in der allerhöchsten Achtsamkeit von Erzengel Raphael. Und es geschieht in so einer großen Liebe, welche sich ein Mensch nicht vorstellen kann. Und wenn du magst, dann atme diese Energie der Heilung ein, sodass diese Energie vollkommen durch deinen Körper fließen darf. Atme sie ein und dehne dich aus. Deine Selbstheilungskräfte werden aktiviert zu deinem allerhöchsten Wohle. Erzengel Raphael ist an deiner Seite. Die heilende Energie fließt durch deinen Körper. Dein System wird angeglichen und ausgeglichen mit der heilenden Energie, welche jetzt in diesem Moment gerade richtig für dich ist. Lass es einfach zu und gebe dich hin. Hingabe ist die Energie, welche dich in der Liebe den Weg des Lichtes gehen lässt, welche dich heilt und schützt, welche dich tiefer fühlen lässt und dir den Zugang zu deiner Seele ermöglicht. Und so ist Hingabe der Schlüssel für dich, die Energie der Hingabe, genau das, was deine Seele jetzt in diesem Moment trägt und nährt. Die Energie fließt so intensiv, wie es für dich jetzt gerade passend ist. Und sie fließt auch für jeden Einzelnen von euch
persönlich in der Stärke, wie es gut für dich ist. Es ist ein Geschenk der geistigen Welt, welches dir überreicht wird und welches du ab sofort in deiner Seele trägst. Das Feld deiner Selbstheilungskräfte wurde aktiviert und es fühlt sich großartig an. Es fühlt sich wundervoll an. Erzengel Raphael nickt dir zu und lächelt, denn alles wurde zu deinem allerhöchsten Wohle übertragen. Und Erzengel Raphael zieht sich langsam wieder zurück. Vorher bringt er dich zurück in dein Zuhause. Du trägst nun deine persönliche Heilkraft in deinem Herzen, in deiner Seele. Wir bedanken uns bei Erzengel Raphael und bei der geistigen Welt dafür, dass dies heute geschehen durfte. Und ich bedanke mich bei dir dafür, dass du heute hier warst und die Energie zu dir fließen durfte. Es ist mir eine Ehre, für dich als Medium zu wirken. Und ich hab dich so lieb, so lieb. Ich umarme dich ganz herzlich und ich fühle die Liebe, die jetzt fließt. So schön. Es ist die Liebe aus der geistigen Welt, die jetzt zu dir floss und immer noch fließt in dieser Umarmung für dich. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ein Küsschen für dich.